Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu No Man's Sky Synthesis Update. Wie sonst auch immer. Wie gesagt, ändert sich in dem wahrscheinlich im nächsten Patch dann. Was wir jetzt machen ist, mich wird nämlich eins interessieren, wie genau, also was genau bringt mir der Nährstoffprozessor? Da kann man im Endeffekt, das wird halt ein kürzerer Part, da kann man halt Essen verarbeiten damit. Das wird halt ein kürzerer Part, weil es einfach nur die Erklärung für den Nährstoffding wird. Es hört sich bei mir mal gut an, ich habe selber keinen Plan. Ich habe das Ding jetzt nur mal aufgestellt, geschaut, was man so macht, wie man es wohin bringt. Und jetzt werden wir dann mal einfach gucken, was wir da rausbringen und das einfach mal ein bisschen durchforsten. Rezepte dafür weiß ich jetzt nicht genau. Ergibt, glaube ich, jedes eins drum was. Daher wird das Ganze sehr rudimentär gehalten meinerseits. Und ja. Das habe ich gesagt. So, wir stellen den mitten daher mal. Warum ich ihn nicht dort reinstelle, da hinten? Ich stelle lieber neben die Pflanze, ich denke mal, da kann ich ihn gut brauchen. Habe ich den jetzt im Inventar, da ich den wieder aufgekommen habe vorher? Eigentlich müsste er da was sein, weil es ein tragbarer war. Ja, hier ist er. Passt. Gut. Also, zu finden und da tragbar Nährstoffprozessor. Stellen wir den mal da, nehmen den Platz. Da kann man, wie gesagt, da kann man sich irgendwie brauchen. So, also zu bauen ist ja nicht so schwierig. Metallplatten, hermetisches Siegel und Natrium. Ja, kaufbar, farmbar, nicht wirklich schrecklich, die Ressourcen. Von daher leicht kriegbar. Ich sag's mal dazu, ich habe den bis jetzt in meinem ganzen Spiel nicht gebraucht. Damit wir da jetzt nicht unbedingt das Nonplusultra-Teil werden. Vielleicht, der ist beim Erforschen im Nexus, kann man es erforschen. In der Anomalie halt. Kann man ihn erforschen, darunter sind die automatischen Fütterer und so Tierzucht, irgendwas Ding. Was mich mal glauben lässt, dass das im Endeffekt dafür da ist, vielleicht um Tierfutter zu produzieren. Man kann aber auch, wie man das sieht, da ist Besteck und alles drin, dass sie auch Essen für sich selber machen. Testen den jetzt einfach mal kurz aus. So. Einfüllen kann man alles Essbare und auch nicht Essbare, wie chromatisches Metall. Machen wir Beinfleisch. So. Beinfleisch bringt verarbeitetes Fleisch. Starten wir mal. Dauert noch fast ein bisschen lang, deswegen schauen wir mal. Veredeltes Nahrungsmittelprodukt, in dem Nährstoffprozess erzeugt wird, kann sowohl unverändert konsumiert als auch weiter verarbeitet werden. Warte mal auf 10, mehr machen wir nicht. Den brauchen wir jetzt nicht davon. So, das machen wir jetzt noch ein. So, das, was bringt die Sternenknolle? Eine Pilgerbeere. Ja, essbare Pflanze, schön und gut. Wir produzieren aber mal 10 von jedem. Schauen mal, was das bringt. Ich warte immer noch darauf, damit zum Veredeln wird das verwendet. Ich warte immer noch darauf, dass da irgendwas mal kommt, wo ich dann sage, okay. Das kann ich gleich direkt essen. Kohlenstoff. Ups, nicht verdichten darf. Mein Fehler. Kohlenstoff selbst gibt diese Futterdinger. Ein Kaktusnektar. Bauen wir auch mal. Kohlenstoff selbst gibt im Endeffekt auch zum Veredeln verwendet. Kohlenstoff alleine gibt diese rosanen Stäbchen da. Diese Futterdinger. Die, was man den Tieren füttern muss, damit sie da stehen bleiben bei dir. Bringt es schon mal was, weil dann kann man sich die Dinger herstellen immer wieder.
Kann man aber auch im Inventar machen, nebenbei braucht man jetzt nicht unbedingt den Nährstoffprozessor dazu. Das Kohlenstoffreichen bringt nichts. Warum ich es anwählen kann, weiß ich nicht. Fessium. Wilde Hefe. Die Frage ist, kann ich das anbauen? Die sind eigentlich alle gerade zum Veredeln da, die Dinger. Sieht witzig aus, weil das da so hübsch drin ist. Das ist ein Dampfgarer eigentlich, ein großer. Wenn ich mir das so anschaue, das ist ein fetter Dampfgarer. Wenn ich mit dem Zeug irgendwas Sinnvolles machen kann, ja, dann macht es ja Sinn, weil das Fessium brauche ich eh die halbe Zeit nicht wirklich. Das schmeiße ich auch oft weg. Vielleicht mit einem tragbaren Ding kann man irgendwas Sinnvolles draus machen. Wenn man das mal kurz, ich werde das dann mal kurz in meinem schlauen Ding da nachschauen. Solanium. Gibt eine Frucht her. Die auch mal. Ich schau mal kurz in meinem. Ja. Meine Handy-App sagt eigentlich gerade gar nichts zu dem Ganzen. Wie Hefe oder so. Nö, sagt nichts. Also werden wir wohl oder übel selbst ein bisschen rumspielen müssen. Gamma-Wurz. Siebert-Bohnen. Tja. Jetzt sagt mein Ding da was. Wilde Hefe. Zum Kochen verwenden für Teig. Teig braucht wilde Hefe und verfeinertes Mehl. Sagt mein Handy-App. Also ich sehe es hier nicht. Das ist halt die Frage. Was genau mache ich mit dem ganzen Zeug jetzt eigentlich? Weil ich habe jetzt das, hab halt das Problem. Ungiftiger Pilz. Ich habe halt das Problem. Was genau bringt mir das? Ja, ich habe jetzt vom Essen her. Ich schätze mal. Aha. Was soll ich jetzt darüber hauen? Was macht er jetzt? Lager. Hauen wir es mal ins Zutatenlager rein. Kann ich das alles in ein Zutatenlager werfen? Was genau tue ich mit dem Zeug? Ihr seht, ich bin da jetzt auch nicht wirklich so, dass ich weiß, was ich damit genau mache. Da ist der Kohlenstoff, da kommen diese Röhrchen raus. Die Köder. Die machen wir jetzt nicht. Weil die weiß ich eh schon, was ich mit die tun soll. So. Frostkristall gibt Glaskörner. Wollen wir mal ein paar herstellen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, habe ich da mal gerade gesehen. Das ist für verfeinertes Mehl. Müsste ich Glaskörner verwenden. Machen wir mal. Wie gesagt, ich glaube, Essen ist jetzt im Spiel noch ein bisschen eher hinten an, was jetzt nicht so der Overkill-Burner wird. Machen die auch was? Ja? Mehl! Machen wir mal Mehl. Teig brauche ich verfeinertes Mehl und Gebäck. Okay, wenn wir dann mal fertig rennen. Wo ist eigentlich mein Zutatenlager? Ist das irgendwo im Schiff oder? So. Für Teig brauche ich die Hefe. Kommt wieder wilde Hefe raus und verfeinertes Mehl. Jetzt habe ich Teig. So. Was mache ich mit Teig? Alter, das ist ja ein richtiges. Aus Teig wird Brot. Ja. Das hätte man deppert jetzt auch sagen können. Dafür hätte ich jetzt nicht meine Handy-App gebraucht. Schauen wir mal. Das ist ins Zutatenlager rein.
Teig. Kann so konsumiert werden, steht aber noch immer nicht dabei, was es bringt, ob es was bringt. Ja, jetzt habe ich Brot. Aber was mache ich mit Brot? Ich kann Donuts damit herstellen, sagt mir meine App. Autoöl. So. Wird alles gerade jetzt ein bisschen complicated. So, sagen wir mal. So, jetzt gehen wir mal her. Brot. Welches ist S? Jetpack-Strom. Ja, jetzt klebe ich an der Decke. Okay, also diese ganzen Sachen bringen ja irgendwas. Schauen mal. Man, dann noch Tolles. Nektar. Lebenserhaltung aufgeladen. Also mit Essen kann man da wahrscheinlich, ich schätze mal, dass das jetzt so weitergeht, kann man sich einzelne Sachen boosten und hochdrehen und etc. pp. Die Frage ist nur, bis jetzt nicht gebraucht, chromatisches Metall macht ein Ei. Silikon-Ei. Die Frage ist nur, brauche ich es wirklich? Und bin mir sicher, dass die meisten Leute noch nicht so etwas gebraucht haben und während sie No Man's Sky spielen. Man kann es ja verwenden, aber ich glaube nicht, dass es effektiv jemand verwendet. Also wenn dann nicht irgendwo noch so der Overburner kommt, warum das jetzt urlaubend ist, dann bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was genau das für einen Sinn macht. Könnte natürlich auch sein, dass das alles erst kommt. Mit dem Fleisch kann ich alleine nichts machen. Was ist, wenn ich Salz dazu gebe? In Atlas kann man es veredeln. Was ist das? Geräuchertes Fleisch mit Kohlenstoff. Schau mal. Und mal frage ich mich wirklich, was, woher ich das wissen soll. Also ich muss das alles eigentlich essen, um das zu wissen, was es bringt. Nicht mal meine Handy-App sagt mir eigentlich was Intelligentes dazu. Ich mir eigentlich gedacht hätte, die kann man da was sagen dazu. Schau mal. Die Fracht, haben wir das? Beinfleisch? Nö, da. Hoppala. Also eigentlich sind es lauter Boosts für diverse Stats oder sonstiges, die Bohnen. Gedünstetes Gemüse. Gemüse mit Brot? Anscheinend nicht. Mit Kohlenstoff anscheinend auch nicht. Salz dazu bringt auch nicht viel. Kaktusnektar? Ah, nicht. Okay. Gut, machen wir die Gemüse so. Ja, es könnte halt dabei stehen, für was gut ist. Stoppen wir mal, bevor wir da zu viel verarbeiten. Ich will ja mal wissen, was es bringt, bevor ich was mache. Ja, habe ich schon gekriegt. Danke sehr. Wo habe ich jetzt meine Bohnen? Das sind 7 Bohnen. Die esse ich jetzt mal. 1. Bringt gar nichts. Gemüse bringt auch nichts. Ja, gut. Ihr seht, worauf ich hinaus will. Ich glaube, das ist relativ witzlos derzeit. Fleischflock. Das ist also wirklich relativ witzlos, finde ich. Ja, es war es mal wert, besprochen zu werden, dass man mal sieht, was bringt es, bringt nichts. Ja, man kann kochen, ja, man kann alles verarbeiten. Hat es viel Nutzen? Meiner persönlichen Meinung nach, nö, nicht wirklich. Was bis jetzt nicht braucht, wüsste nicht, wieso ich das brauchen soll. Diese kurzen Boosts wie diesen Jetpack-Boost, ja, wenn ich auf einen riesen Berg rauf will oder so vielleicht und geht sich ums A-Lecken nicht aus, dass ich halt dann
dazu raufhüpfen mit dem raufkommen, aber normal vergrabe ich in den Berg eine Kante rein, wenn ich bei der Hälfte bin, bleib stehen, lad's Jetpack auf und flieg weiter. Also, ja, macht das Silikone gar nichts. Macht nur das so. Auch nichts. Also ihr seht, das Ding ist cool. Da gehört aber noch einiges an Feinschliff vom Entwickler ran. Wie gesagt, alles persönliche Meinung derzeit. Wenn es irgendeinen sinnvollen Nutzen dafür gibt, Leute, bitte schreibt es was in die Kommentare. Wenn es irgendein tolles Rezept gibt, wo man sagt, hey, das ist Urlaub und das muss machen, das ist saugeil. Schreibt es rein, dann werde ich es probieren. Dabei muss ich jetzt sagen, pui, bin ich jetzt ein bisschen skeptisch, wie nützlich das jetzt sein kann. Da haben wir auch Gemüse raus. Und aus allem irgendwie Gemüse raus. Ja, wie gesagt, ich bin da jetzt ein bisschen skeptisch, bin ich schon, ob das jetzt wirklich den Nutzen erzielt, wie man sich erhofft vielleicht. Ja. Vor allem ist dieses Zutateninventar eigentlich nur nehmbar, wenn ich da hergehe. Ja. Sackelpicker. Ach Gott. Dann nochmal das Zeug. Gravitonball kann ich eh nicht verarbeiten. Das soll ich auch schon bei den Giftbeutel. Ja, gut, wäre jetzt auch blöd, wenn ich den esse. Das brauchen wir nicht. Mal wieder weg. Das nervt. So. Na, warte mal, schmeißen wir lieber das weg. Drei Plätze habe ich frei. Wie viel haben wir gefehlt? Drei. Okay, Leute. Also habt ihr es gesehen? Essen machen? Ja. Nutzen? Kurzzeitige Boosts, kurzzeitige Buffs. Wirklich nützlich. Wie gesagt, persönliche Einschätzung eher nicht. Also das könnt ihr euch, glaube ich, jetzt sparen derzeit, so etwas jetzt zu verwenden für irgendwas, weil ich glaube halt einfach, dass das. Ich glaube halt einfach nicht, dass das jetzt wirklich Sinn macht. Ja, mein Inventar ist überhaupt nicht sortiert. Das ist komplett wie Sau alles, aber weiß ich eh. Nur so nebenbei. Mir ist es bewusst, dass das alles doppelt und dreifach überall liegt. Brauche ich auch nicht. Nö, den will ich auch nicht immer mit mir rumschleppen. Auch nicht. Weg. Also ihr seht es. So funktioniert der Nährstoffprozessor. Ja, jetzt ist die technische Seite davon ist jetzt soweit erklärt. Die praktische Nutzenseite davon erschließt sich mir nicht jetzt gerade. Nur ein bisschen Nanit herstellen dabei. Aber ich hoffe mal, es hat euch ein bisschen geholfen, bevor ihr es skillt habt, damit ihr seht, was macht das Ding, für was ist es gut, was bringt es. Kurzzeitiges Resümee, meinerseits bringt gar nichts. Das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu, wirklich nicht, jetzt, wenn einer sagt, hey, du bist scheiße, das ist nicht so. Bitte schreibt es hin, kannst auch wortwörtlich schreiben, hey, du bist scheiße, ich gebe das Kommentar auch frei, ich zensiere nicht. Ich hasse Zensur. Und von daher, ja. Gut. Dann danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es war informativ. Weiter geht's im nächsten Jahr. Das ist der letzte Part. 2019, einen Silvester-Part gibt es nicht. Wie gesagt, ich habe eine Familie. Kleine Tochter, einen Sohn, der selber zockt. Kleine Tochter mit 6 Monaten. Und eine Frau natürlich, Familie. Das würde ich jedem raten, genießt die Zeit ein bisschen mit der Familie. Knallt ein bisschen mit Kracher in der Gegend rum. Sprengt euch nicht in die Luft, zumindest nicht eure Spielhände, sonst habt ihr das Problem, dass ihr nicht mehr zocken könnt. Sonst würde ich sagen, genießt es, habt Spaß. Wenn ihr alt genug seid, bitte nur dann, trinkt ein Glas aus Sekt. Wenn ihr nicht alt genug seid, ist mir persönlich eigentlich auch wurscht, aber man sagt es halt dazu.
Ist halt so. Und dann genießt den Jahreswechsel. Schaut euch was Schönes im Fernsehen an. Geht's fort. Haut euch in die Disco. Macht's dann drauf. Vollgas. Es muss krachen. Und wenn es nicht bei den Knaller kracht, dann geht's in der Disco und lasst es da krachen. Immer wieder was Schönes. Ich mache es selber gern. Immer wieder. Terra Kobold, Supraleiter, Units, Units, Bundestag. Halbleiter, episch, oder? Aktiviertes Indium. Muss ich auch sagen, muss man meine Fracht mal reparieren gehen auch. Also meine Fregatten. Langsam werden sie nämlich ein bisschen kaputt. Der musste wegen Radier, die habe ich zurückgeschickt, weil kaputt. Das haben sie mal geschrieben. Sie musste auch zurück, weil kaputt. Hat sich ausgezahlt. Gut. Dann zeige ich es nochmal. Keine Explosion. Das habe ich nicht gemeint. Verlasst das neue Jahr 2019 gesund, glücklich, munter. Im nächsten Jahr wieder da. Schaut wieder zu. Das würde mich freuen. Ein bisschen Kommentare drunter, ein bisschen quatschen. Immer dabei. Gerne wieder. Wir sehen uns, meine Freunde. Im nächsten Jahr mit einem Part von The Cycle. Einen schönen Planeten namens Fortuna 3. So, in diesem Sinne, macht es gut. Lasst ein Abo da, was euch gefallen hat. Wir sehen uns wieder. Bis zum Neujahrspart. Bis dann und ciao.